Als nächstes sind die Damen wieder an der Reihe. Caro, gerade ein Vierteljahrhundert alt geworden, studiert Theologie hier in Münster und hat eine neue Leidenschaft. Das ist Sport, hat aber trotzdem einen Mörderrespekt vor noch sportlicheren Menschen. Davon wird sie jetzt erzählen. Ich glaube an dich, dein Gott. Hat dir das schon mal jemand gesagt, dass er an dich glaubt? Dass er dir vertraut, dass er auf dich schaut? Dass er glaubt, dass du es schaffen kannst, ganz ohne Angst? Dass er dir was zutraut, dass er auf dich baut, dass er dich persönlich motiviert und deine Stärken nicht nivelliert? Gott als Motivator. Er duzt dich, ich an dich. Ist kein Entfernter, keiner, der im All fliegt, keiner, der mit großer Macht siegt, keiner, der nur im Gras liegt, sondern einer, der ganz nah ist. Bei dir. Der neben dir läuft und dich anfeuert, der die Liebe an dich beteuert, der treu ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, der da ist, wo du bist. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Im September ist mein Bruder einen Marathon gelaufen, seinen ersten und bestimmt nicht seinen letzten. In Köln mit 19 Jahren. Das Training begann nur wenige Wochen vorher, alle in der Familie waren skeptisch. Das schaffst du doch nie in der kurzen Zeit, wenn du uns umkippst, das ist doch viel zu anstrengend. Konzentrier dich doch lieber auf andere Sachen. Denn 34 Kilometer nachts zum Training läuft keiner mal so eben. Nicht zum Spaß, so ohne Geld und ohne Licht und ohne Handy. Viel zu wahnsinnig, diese Idee. Denn Sport ist Mord und was soll er überhaupt da? Aber, und ohne Wenn und Aber, hat mein anderer Bruder an ihn geglaubt. Schon vorher hat er gegen alle Skeptiker in der Familie geredet, hat sich stark gemacht, ihm konstruktive Kritik gegeben, ihn aufgebaut, ihm die nötige Ruhe geschenkt, sich mental mit ihnen darauf vorbereitet. Und dann der Wettkampftag. Der eine läuft und der andere nebenher, immer dabei, nicht immer zu sehen für den anderen, aber er weiß, er ist da. Der eine läuft und läuft und der andere auf Inliner nebenher, immer durch die Absperrgitter durch, vorbei an aller Security. Nicht immer hörbar für den anderen, aber der hört im Kopf die Stimme des anderen. Lauf, lauf, lauf! Der eine läuft und läuft und läuft. Und der andere versorgt ihn mit Wasser und allem Lebenswichtigen in diesem Moment. Immer zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Nicht immer ansprechbar, weil es auch ihn Puste kostet. Aber man versteht sich auch ohne Worte, nur mit Blicken, vor allem Männer. Da reicht manchmal das Vertrauen, der andere läuft auch mit und ist wegen mir da. Der eine läuft und läuft und läuft und läuft und der andere ruft ihm gut zu und schreit ihn an, immer dafür da, dass er die letzten Kilometer noch durchziehen kann. Nicht immer noch selber so fit, aber er gibt alles und aktiviert auch seine letzten Reserven. Und dann? Der eine ist im Ziel angekommen und der andere feiert ihn. Immer das Traumhafte gesehen. Nicht immer neben ihm gelaufen, aber doch immer da gewesen. Aber jetzt sind alle Schmerzen, alle Qualen, alle Kilometer, alle Skeptiker vergessen. Am Ziel, Wasser, nur noch hinsetzen, aus der Puste, aber glücklich, geschafft. Ich glaube an dich, dass du es schaffst. Ich glaube an dich, Gott. Ich glaube, dass du mich bei meinem Ziel, wie es auch immer aussieht, begleitest, anfeuerst, motivierst, sagst, Caro, komm, jetzt mach das Ding. Manchmal schmunzelst du vielleicht auch über meine Stolperer. Aber ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und du läufst vor mir, um mir eine Motivation, ein Ansporn zu sein. Du läufst neben mir, um mit mir im Gespräch zu bleiben, auch wenn mir die Puste ausgeht. Und du läufst hinter mir, um mich nach vorne zu pushen und mir den Rücken zu stärken. Gott, ich glaube an dich. Deine Caro.